den schwarzen Adler auf der Brust tragen darf, der hat sehr viel erreicht. Das ist Stolz, Stolz für die deutsche Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Der erste Farbige macht sein erstes Länderspiel. Ne? Wie fühlen Sie sich denn eigentlich, wenn Sie Adler auf der Brust und Nationalhymne? Sie sehen ein bisschen dunkler aus als andere Leute. Das liegt sicherlich nicht an unserem schönen Wetter hier. Wieso sind Sie dann gerade hier in Bonn geboren worden? Ja, weil meine Eltern mich hier gemacht haben. Alles Sachen, was ich im Otto-Katalog gesehen habe, dachte, das ist Deutschland. Und das war halt mein Bild von Deutschland. Man wächst in diesem Land auf und gehört nicht dazu. Ich konnte mich dann nicht so wirklich mit Deutschland identifizieren, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wieso spielt denn der schwarze Hartwist in der Mannschaft da drin? Guck mal, einen Schwatten haben wir auch immer. Wir wollen keine Schwatten. Diesen Hass hatte ich vorher nie irgendwo anders kennengelernt. Das am eigenen Leib zu erfahren, war noch nicht schön. Ich konnte nicht mehr normal denken. Also ich war wütend, traurig, sauer, alles auf einmal. Und das war dann alles zu viel. Ich muss in einem Land leben können und dürfen, wo die Menschen mich so annehmen, wie ich bin. Ich bin stolz, Berliner zu sein! Maybe this thing ain't something real for you. But this pressure means something real to me. Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als Mensch gesehen wird. Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassenhass. Das sind dieselben Probleme wie vor 20, 30 Jahren. Da hat sich nicht viel verändert. Yeah, some people may say, yeah, we've come a long way. Have we come far enough? Wir ältere Personen, warum klappt das mit uns nicht? Ich liebe dieses Land, aber manchmal denke ich. Die Würde des Menschen ist unantastbar. There's only one human race. In Deutschland ist, ich weiß nicht, so wie Bertie Vogt, so muss man sein. Also, dann kommt man gut durch.